Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Calling Today, diesmal mit neuen Mikrofonen. Und ich habe einen guten Freund aus Holland heute da, aber ich verrate noch nicht, wer es ist. Gute Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! So, Martin, wie heißt dein Name? Und ich habe die neuen Mikrofone, ich mache jetzt irgendwie an dich dran. Und ich schaue mal, ob das auch aufnimmt. Das nimmt auf. Sieht gut aus. Wir sehen beide gut aus. So, ich habe 5 Fakten über dich aufgeschrieben, die ich weiß. 5? Nur 5? Fünf reichen. Du bist ein netter Caller aus Holland. Danke. Also ich habe dich immer nur nett kennengelernt. Ich habe das erste Mal bei dir, von dir gehört in einem Club, wo ich Clubcaller war, 5 Jahre lang, bei den Coconuts in Leinzell. Ja. Es ist Leinzell da und Holland ist da. 700 Kilometer. Warum? Wie kann das sein, dass man da von dir hört? Das war Freundschaft mit die Mitglieder von der Coconuts dann und er hat mir gefragt, so einen Pluskurs zu machen. Als Caller oder als Tänzer? Als Caller. Als Caller, okay. Ja, und das habe ich denke, 3-4 Monaten gemacht. Jeden 2-3 Wochen dahin gefahren, 700 Kilometer Enkelfahrt. Wow. Und ja, am Freitag hin, Freitagabend Clubabend, Samstag Pluskurs, Sonntag Pluskurs und Sonntagabend wieder nach Hause. Wann war das? Ich denke, das war schon irgendwo in den 90er Jahren, 95, 96. Okay. Irgendwo. Das war noch gar nicht so lange her. Nö. Aber richtig hast kennengelernt. Schon da war ich schon da, war schon 10 oder sowas. Aber kennengelernt haben wir uns erst zur European Convention so richtig. Die Vorbereitung von der European Convention. 2016 oder in Feuchtwangen auf der Spring, nee, Fall Roundup war das. Da saßen wir zusammen und dann habe ich dich erpresst. Ich sag, ich mache die Werbung, dafür darf ich callen. Ja. Okay, das war da. Jetzt habe ich noch eine Frage aufgeschrieben. Genau. Die European Convention war 2018. Stimmt. Das war die letzte vor Corona. Ja? Ja, ja. Und es war eine Bombe, die Veranstaltung. 2000 Tänzer waren 2214, glaube ich. Verrückt. Ja. Ich weiß, dass ich die Plus-Session vor den Great March callen durfte und der war. Alle Tänze in der Halle, das war richtig krass. Ja, das war die Mainhalle, ja. Das war richtig super. Gut. Ich bin gespannt, ob es jemals wieder so eine tolle Convention gibt, weil das war echt... Ich weiß es nicht. Das war ja alles an einem Platz. Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass da mehrere tausend Leute über die Grenze waren, von Deutschland aus nach Holland. Ja, du warst ja auch überall. Also natürlich, ja. Du bist ja überall rumgefahren. Viele Leute haben dann gesagt, wir müssen da hingehen, weil da war so viel Werbung vorgemacht. Ja. Und gesagt, okay. Ja. Und jetzt muss ich dir noch ein Geheimnis gestehen. Oh oh. Ich habe mit einer Frau geknutscht. Was? 2-mal. Aber nicht ich, sondern sie mich. Sie hat mir einen Kuss gegeben am Grand March der European Convention. Oh, mein Mikrofon ist abgefallen. Und ich war völlig erschrocken. Völlig klar. Also, du bist größer als ich und kräftiger, schlag mich nicht. Jetzt fahren wir mal rum. Und während wir starten, kannst du unseren Zuguckern mal erzählen, wer du bist und warum du das Callen angefangen hast. Natürlich. Ich bin in Martin Weyers, das ist deutlich. Und ich bin jetzt 56 Jahre alt und bin mit 16, 15 Jahren eigentlich angefangen mit Skraidance. Meine Eltern haben Skraidance gemacht. 4 Freunde in Haarlem bei den Turtle Twirlers. Da hatten die angefangen und ich bin ein Jahr später. Ich war davon begeistert an der Skraidance und habe gesagt, das sollte ich auch lernen. Und dann habe ich das in 82 mit der Kurs angefangen. 82. Und in Februar 83 graduiert. Und dann ein Jahr später Plus und ein Jahr später, 2 Jahre später wieder A1 Raundance gemacht. Okay. So, in all die Zeit habe ich, ich bin noch immer Mitglied, Ehrenmitglied von die Turtle Twirlers auch. Ich komme da nicht mehr ganz offen, aber ist doch eigentlich mein Heimclub seit 82. Und warum hast du das Callen angefangen? Ich finde das auch schön. Will Stuns war damals die Clubcaller von der Turtle Twirlers und ich finde das schön, das zu sehen, was er da machte. Und ich habe gesagt, ich wollte das auch mal lernen. Dann habe ich 2 Singles hinbekommen und habe ich das mitgenommen nach Hause und musste ich 2 Wochen später ein Single davon machen. Ach, welcher war das? Expert at Everything habe ich gemacht. Rhythm Records. Kenne ich gar nicht, okay. Alt, ja. Ja gut, du bist ja auch schon alt, hast du gesagt. Okay. Und ja, ich fand das schön und dann hat das eigentlich echt, das war in denke ich, ungefähr 85, 86, dass ich die erste Single gemacht habe. Dann weitergegangen, Clubabend vielleicht mal. Ich habe einen Klass gemacht bei den Turtle Twirlers. Und ja, seit 88 bin ich auf EFTA Mitglied geworden. Mitglied, ja, vor 88 und 88 habe ich dann mein weißes Badge bekommen.
dein äußeres Badge. Das heißt, du hast noch kein Black Badge callen müssen. Nee. Aber die Prüfung wurde doch erst in den 90ern weggemacht, dachte ich, oder? Ich habe mein White Badge gleich bekommen auf Winter Jamboree 88. Wo war das? Weißt du das noch? Nee. Die Umgebung Heidelberg, bestimmt. Ah, Heidelberg, okay. Ja. Da waren ja viele Jamborees. Ja. Und das heißt, du callst seit Mitte der 80er Jahre quasi. Ja. Bist du Berufscaller? Nee. Hast du das mal überlegt, dass du das machst? Nee. Warum? Aber du bist ja viel unterwegs als Caller. Ich bin ja viel unterwegs. Heute geht das etwas weniger, weil viele Stau. Und wir sehen das auch heute, diesem Wochenende hier im Spring Jamboree. Es ist 440 Kilometer und wir brauchen mehr als 6 Stunden, um hier zu fahren. Und das war in die Zeit von den Coconuts, dass wir da hingefahren sind am Freitagabend, 700 Kilometer. Kein Stau, keine Baustelle. Ja. Und das hat dann Spaß gemacht zum Autofahren auch. So. Okay, musst du Zug fahren. Deutsche Bahn ist verlassen. Können wir da auflassen? Ja, nicht wirklich. Nee. Ja, und was machst du, wenn du nicht gerade Square Dance machst oder callst? Was machst du beruflich? Ich habe studiert für Elektroniker für die Flugzeugfabrik Fokker. Flugzeugfabrik Fokker, okay. Ja, Fokker 100, Fokker 50. Da bin ich mit Arbeit angefangen, aber die sind dann, wie heißt das auf Deutsch, bankrupt? Bankrott, ja, Insolvenz gegangen. Ja. Ja. Und dann bin ich angefangen mit anderes Arbeit, eigentlich mit Projektmanagement. Und das mache ich heute noch immer. Als wir uns kennengelernt haben, warst du selbstständig, wenn ich noch immer. Bist du immer noch selbstständig? Ja. Okay. Und du bist verheiratet? Verheiratet. Hast zwei Kinder? Ein eigenes Kind und ein Kind von meiner Frau, die hat früher geheiratet gewesen. Mhm. Martina ist nicht mein eigenes Tochter, alles eigentlich mit anderthalb Jahre, zwei Jahre bei mir gekommen. Das ist ja wie das eigene Kind. Ja, und noch immer sind wir Vater und Tochter. Das ist doch schön. Und dein Sohn ist dann quasi, wie alt ist der? Der ist 22 jetzt, mit in diesem Monat wird er 23. Ach was, okay. Ja. Und machen beide Kinder auch Square Dance? Haben beide gemacht. Martina macht das noch immer, wann sie irgendwo kommt. Mhm. Patrick hat ganz aufgehört. Okay, waren keine hübschen Mädchen dabei, stimmt, die ihn gehalten haben. Naja, wenn du als Junge von 15, 16 Jahren einen Swing musst machen mit einer Frau von 80, kann ich das auch begreifen. Ja. Ich habe ja mit 10 Square Dance gelernt und da war das auch schon schlimm. Ja. Und dann, da bist du von der Größe, gerade auf der Brusthöhe von den Frauen. Ja. Und dann hast du dich. Na, jetzt haben wir ja Einblicke durch dich nach Holland. Wie ist ein Square Dance in Holland? Es wird weniger. Schade, aber es wird weniger. Wir haben 60, 70 Mitglieder in die ganze Niederlande. Wir haben 4 Square Dance Clubs, 2 Raunance Clubs heute noch. Seit Corona ist das echt eigentlich zum Ende gekommen. Wie war das am Anfang? Wie war das früher? Ich kenne noch die Zeit, dass wir, denke ich, ungefähr 1000 Tänzer hatten in den Niederlanden. 1000 Tänzer? Ja. Der Twiller Twillers haben eine Zeit gehabt von beinahe 100 Tänzer. Okay. Und jetzt haben wir, ich denke, 20 Leute. Und das ist wegen Corona, meinst du? Auch, aber auch älter. Leute hören auf. Keine neue Klasse dazu. So, und das ist das, was passiert jetzt. Das heißt, macht keine Classes oder gibt es keine Students? Es gibt keine Students mehr. Na, das ist auch schade. Ja. Ich weiß, weil in Holland ist ja alle ereignete Menschen, aber du wohnst im Grenzgebiet, ja? Nee. Oder? Nee, ich wohne 20 Kilometer südlich von Amsterdam. Südlich ist dann quasi Richtung Wasser? Nee, das ist westlich. Keine Ahnung. Okay, das heißt, du bist seit den 80er Jahren Caller, das heißt, du hast ja mega Erfahrungen gesammelt. Was war denn dein größtes Highlight außer Amsterdam 2018? Das war ein Riesen. Was ich noch immer zurückdenke, ich war in Amerika, das war in 1992, war ich auf einer National Convention und ich war da Guest Caller. Könnte mich eintragen und da war ein Caller, ich weiß nicht mehr den Namen, aber der hat neben mir gesessen und hat gesagt, Holland kenne ich gar nicht, da kannst du auch nicht callen. Das hat er echt so gesagt. Und dann ist er eigentlich die Halle ausgelaufen, aber am ungefähr 10 Meter für Ende der Halle war ich angefangen mit callen. Und dann hat er umgedreht, ist er zurückgelaufen und hat das neben das Podium gesessen für 10, 15 Minuten. Und hat dann nach meinem Tipp die Entschuldigung angeboten von unglaublich, dass Leute aus Amerika auch callen können. Das wusste er gar nicht. Ach was. Das war echt, das war für mich eine Begeisterung von was passiert hier.
Wir wollen Namen wissen. Ich glaube, er ist schon gestorben. Er war von Gramophone. Nate Bliss war das, glaube ich. Okay. Und ja, der hat das echt so. Aber er hat sehr schöne Entschuldigungen gemacht, von ich hatte das nicht darf sein. Und warst du, das sind ja die National Conventions, da kann man sich, glaube ich, anmelden als Caller, gell? Ja. Oder ja. Warst du gebucht? Nee, anmelden. Und warum hast du das gemacht? Ich wollte das mal gerne mitmachen. Okay. Ja, und wir hatten dann noch, in 98 bin ich auch nochmal in Amerika gewesen. Die USA West Convention habe ich da auch mitgemacht. Auch als Caller, mehrere Specials auch gemacht. So, das war sehr schön. Okay. Ich muss kurz nach dem Ton gucken, ob auch alles funktioniert. Aber es sieht gut aus. Ja, gut. Ja, mega. Und das heißt, du warst in den USA aber das zum Callen, aber gab es irgendwie mal eine Veranstaltung, wo du gebucht warst, wo du sagst, das ist deine Lieblingsveranstaltung? Gibt es da irgendwas? Oder? Ja, da sind verschiedene Specials, die sehr schön sind, die wir noch immer haben. Ich finde die Hearty Party, Hannover Hearty, finde ich ein schönes Special. Die ist legendär, die ist alle 5 Jahre, finde ich. Alle 5 Jahre. Ich glaube, das war in 96, dass ich die Hearties kennengelernt habe. Jetzt sind wir auch persönliche Freunde mit Ralf und Petra, Ralf Bormeier. Das ist eigentlich neben der Square Dance, der war in letzter Woche noch bei uns zu Hause. Ach schön. Und das ist nicht nur Square Dance Freundschaft, aber auch ja, eigentlich breite Freundschaft. Okay. Und das finde ich auch so etwas Schönes von Square Dance. Auch heute, das sind mehrere Tänzer, die wir gerne auch sehen neben Square Dance. Ja, das finde ich so schön im Square Dance, dass man da auch privat Freundschaften kriegt. Ja. Wenn man dich, also ich kenne dich immer nur als ganz netten und auch ein bisschen ruhigeren Holländer. Oh, ja. aber wenn du callst, dann bist du sehr autoritär, finde ich. Du bist so richtig puff den Kommandos raus. Ja. Auf was legst du Wert beim Callen? Also stellen wir uns vor, das hört jemand, der hat dieses Callen angefangen oder möchte anfangen. Was kannst du dem an die Hand geben, was er machen soll? So aus deiner Erfahrung raus. Ich finde es heute wichtig, dass die Leute Spaß haben. Dass es muss interessant sein für jeden Tänzer. Auch die neue Anfängertänzer, auch die A2-Tänzer muss man das noch immer sagen, ah ja, das finde ich schön, dahin zu gehen. Beim Mainstream jetzt. Auch beim Mainstream, ja. Es muss nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer sein. Die richtige Balance dafür zwischen finden, von was ist die Level auf der Tanzfläche, wie geht das zusammen mit meinem Way of Calling. Und das ist immer, das finde ich das Schöne heute vom Callen. Okay. Wir sind auf der Spring Jamboree hier in Rockenhausen. Ja. Und gestern hat sich ein Tänzer zu mir an den Tisch gesetzt und hat gemeint, er möchte das Callen anfangen. Ja. Und er geht jetzt auf eine Caller-Schule. Und was würdest du dem sagen? Was soll der machen? Wie soll der den Einstieg finden? Schwer. Es ist für jeden Caller, jedem Tänzer, die Caller will werden, ist das dein eigener Besteck von, was willst du lernen? Was willst du machen? Es sind Leute, die sagen, ich mache das gerne auf einen Clubabend und mehr nicht. Ich habe keine gute Sangstimme, wie kann ich das nutzen? Es ist immer die schöne Sache, dass wir als erfahrene Caller auch ein Tänzer, die Caller will bekommen, aber keine Sangstimme hat, doch mitzubringen von, aber du kannst auch reden. Du brauchst nicht immer zu singen. Ja, so ein Rap. Ja, und immer das Vertrauen auch geben von, du bist Anfänger, du kannst es probieren und nicht nach einem Abend sagen, du kannst nicht weg. Das habe ich auch gesehen. Wie war das bei dir, als du das Callen angefangen hast? Was waren denn deine Ziele? Hast du Ziele gehabt? Wolltest du irgendwie irgendwas erreichen? Nee. Es ist eigentlich alles ist so gekommen, wie es gekommen ist. Ich habe kein Ziel davon gehabt. Ich habe gesagt, ich wollte gelernt Callen. Das habe ich auch gemacht. Dann bin ich wann war das? Naja, wir haben die Minilab-Convention gehabt in Deutschland. Wir haben eine Minilab-Convention gehabt. In England. Mhm. Ich kann sagen, da würde ich auch hingehen. Das war nicht ein Ziel, aber ich habe eigentlich so eine Liste von, das wollte ich mal machen. Als Gastcaller quasi? Zum Anhören. Zum Anhören, auch ja. Zum Anhören. Auch heute noch, ich mache das via Grand Square, mache ich auch Caller Training. Ach, stimmt, richtig. Ja. Aber ich habe auch immer, ich finde es auch interessant, um andere Caller anzuhören, wie die Sachen machen. Ich brauche nicht immer am Tisch zu sitzen, zum Training zu geben. Ich finde es auch interessant, um anzuhören, was andere machen. Ja, da kann man mega viel mitnehmen. Absolut. Ja, der Martin Kohl hat gestern was Tolles gemacht, irgendwie mit
Pet Girl Number One, Swing Boy Number Two. Ja, genau, ja, das war mega. Und es ist eigentlich so einfach, aber es ist echt, echt toll. Ja. Welches ist dein Lieblingslevel zum Callen? Was callst du am liebsten? Ich denke, Plus ist noch immer das schöne Level, dass wir etwas mehr haben als Mainstream. Aber am A2 kann ich das auch kreativ machen. Ja. Sicher, wenn wir haben Wochenende von den Artis. Das sind dann mehrere Stunden pro Tag A1, A2 machen. Und dann kannst du ganz tief gehen im Level zum Callen. Okay. Und das ist auch schön. Ich finde auch, A2 ist echt ein schönes Level. Und sowas, aber ich schicke euch, meinen Gästen schicke ich ja immer eine Liste vorher mit Fragen und solchen Dingen. Ja. Jetzt weiß ich bin schlecht vorbereitet, nicht gut. Was habe ich dir für eine Workshop-Thema? Hast du Mainstream oder Plus? Was habe ich denn dir geschrieben? Weißt du das noch? Mein schönster Workshop, und ich habe gerne mal für viele Jahre einen Workshop gemacht mit Recycles. Anfang mit dem Mainstream Recycle und dann gehen wir weiter zum Facing Recycle. Two-Third Recycle. Also Facing Recycle ist A2. A2. Genau, Two-Third kommt aus dem C, gell? C, glaube ich, ja. Okay. Da kannst du einen sehr schönen Workshop davon machen. Machst du, also ich kenne das ja auch, dass man Recycle quasi in Drittel aufteilt. Machst du das auch im Mainstream als Workshop? Nee. Ich finde, wenn wir am Mainstream Workshop machen, können wir auch schöne Plusfiguren oder auch Mainstream Dancing by Definition machen. Und viele Leute heute können das auch sehr gut brauchen. Mainstream. Das stimmt, aber auch viele Caller. Aber wenn du jetzt einen Workshop machst im Mainstream mit Recycle, was machst du da dann? Was sind so deine Workshop-Themen mit der Figur Recycle? Du meinst, was ich dahinter mache? Genau, also wenn jetzt das Workshop-Thema heißt Mainstream und du hast gesagt, ich mache jetzt Recycle, was würdest du denn da tun? Dann gehe ich auch wieder mal probieren, von was können wir machen mit Recycle, Stretch Recycle, so dann machen wir ein Ferrous Wheel Recycle und dann gehen wir weiter zu einem Facing Recycle und Split Facing Recycle, alle Sachen, die wir dahin können nutzen. Das heißt, du erklärst in Tänzen quasi die A2-Figur Facing Recycle? Ja. Okay. Und wie das dann geht. Aber ein Workshop heute ist nicht immer so einfach mehr. Ich merke auch, da ist ein sicher hier in Deutschland, es sind viele Tänzer, die haben doch ein bisschen Probleme mit die englische Sprache. Ja. So eine Erklärung von einem Holländer, die auf Deutsch etwas zu erklären hat, was eigentlich in Englisch erklärt muss werden, machst du mir auch schwer. Also ich muss noch dazu sagen, der Martin macht extra heute auf Deutsch für uns, dass wir alles gut verstehen und nicht übersetzen möchten. Vielen Dank dafür. Gerne. Aber das stimmt, als ich tanzen gelernt habe, war ich viel als Tänzer bei Al Stevens. Ja. Und Al Stevens hat eiskalt Englisch geteacht. Ja. Und hat auch gesagt, die Tänzer müssen auch Englisch verstehen. Also müssen square das Englisch. Das ist, wenn ich Classes mache, habe ich auch immer so ein Vokabelheft für meine Tänzer, wo eben auch drin steht, Left heißt links, Right heißt rechts und sowas in der Art. Okay, jetzt die Frage aller Fragen. In der Ausgabe 16 hatten wir über Recycle and Sweep on Quarter, hatte ich gesprochen, dass ich der Meinung bin, die Definition erlaubt es nicht. Aber es gibt so ein Komitee bei Caller Lab, wie heißt es? Komitee, weißt du das? Nee, da gibt es ein Komitee, die haben gesagt, es ist erlaubt. Callst du Recycle and Sweep on Quarter? Ja, call ich, aber das sind am Bodyflow kann es. Ja. Und das ist ein meiner Thema, die ich auch immer probiere, so viel möglich am Bodyflow zu callen. Und dann weiß ich, dass ich auch Sachen mache, die eigentlich nicht erlaubt sind. Okay. Aber es geht dann so automatisch, dann sage ich, ich probiere das mal und wenn es geht, dann geht es. Und ich weiß auch, dass ich nicht immer between the lines call. Ist das wieder wackelig? Ja. Okay, aber ja, das ist, wenn man das bewusst macht, das ist auch gut. Ja. Weil wir hatten da mal eine Diskussion. Ich war mal, das ist lange her in Kanada, auf einem Caller-Workshop und da hatte ich mit einem Caller zusammen den Workshop gecallt und der hat gecallt Past the Ocean twice. Dann da dachte ich, huiuiui, das ist ja gar nicht erlaubt, gell? Das ist auch so eine Figur, aber es geht. Ja. Also callst du denn auch sowas oder sagst du dir nein? Du kannst es machen, wenn Leute von einer Ocean Wave, aus einer Ocean Wave, ein Square Through Form können machen. Dann begreifen die Tänzer auch, was die Möglichkeiten sein von einem Best Ocean Twice. Aber wenn Leute Schwierigkeiten haben, von einem Ocean Wave ein Square 3-4 zu machen, dann mache ich das nicht weiter.
dann höre ich damit auf und mache ich auch nicht an, weil ich die euch entweise. Okay. Ja, gut. Ich glaube, ich habe das auch noch nie gecallt. Ich mache mal kurz das Navi an, dass wir zurückfinden. Nachher, ja, natürlich. Nachher verfahren wir uns und wir landen irgendwo in Holland. Das auch wollen schon. Wir ja nicht. Ja, das heißt, du callst sie seit den 80er Jahren, das ist ja, ja echt schon lange. Ja. Und wenn man so lange callt, hat man ja auch ganz viele Singing Calls, die man kennt. Und ja, meine Gäste stellen ja immer zwei Singing Calls vor. Ja. Deswegen, welches ist denn das erste Lied, was du für uns rausgesucht hast? Das erste Lied, was ich ausgesucht habe, ist Kodachrome. Ein altes Lied von Paul Simon. Mhm. Und weil ich immer nachsuche, ist Musik, die ziemlich gleich ist an das originale Version. Und wenn du das Lied anhört, dann gibt das die Musik eigentlich gleich wie das Originale. Ach, das ist selten. Das ist selten. Und das finde ich ganz schön. Ich habe das auch mal nicht thematisiert, aber wenn ich auf ein Special bin, dann lasse ich die Musik anhören zu tanzen. Und dann sage ich, das ist das schönste Teil von das, die ganze Single. Der Rest ist schön, aber das erste Teil, das ist schön. Mit der Gitarre und dann, ja, du musst echt das Original anhören und dann die Singing und sagst, ja, da habe ich eigentlich Gleiches. Okay, dann hören wir auch mal rein. Das ist gut. Ja. Haben wir das Lied gehört, schönes Lied, aber da fehlt noch eins. Welches ist denn dein zweites? Welches war das? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. New Kid in the Town, glaube ich. New Kid in Town. Ja. Jetzt fangen wir wieder. Das war New Kid in Town. Auch ein ganz neues, nicht neues Lied. Wir kennen das alle, aber das ist auch ziemlich Gleichnis zum die originale Version. So, auch wieder, hör mal an die originale Version von Eagles und dann hör das mal. Die Skylands Version, dann sagst du, ja, das ist eigentlich ziemlich nah. Okay, dann hören wir da auch mal rein. Zack. Das war New Kid on the Town. So, ist jeder, der seine Platten mal angeguckt hat, sieht öfters mal einen jungen Martin Weyers auf Platten drauf. Du hast auch Lieder aufgenommen, ja? Ja. Welches war dein erstes Lied, weißt du das noch? Das war von Snow Records und das war eigentlich nicht ein originales Musik. Das war ein Song selber gemacht bei the Swedish guys back in the days. Back in the days, okay. Ja, when Sting and Snow waren noch von
Ingvar. So lange sind wir. Ja. Jetzt macht es Paul Bristow, seitdem ich denken kann. Also. Ja, 20, 25 Jahre schon. Nimmst du jetzt noch Platten auf fürs Gladdens oder ist das, sagst du, jetzt habe ich meine Lieder? Ich habe meine schöne Lieder gemacht. Meistens auch Ballads. Das ist, finde ich, doch immer eigentlich das Schönste an Musik. Ich brauche nicht ein Rock-Number. Ich will ein schönes Ballad haben. Schöne Musik haben. Okay. So. Aber warum macht man das? Warum nimmt das? Kostet ja auch, weiß nicht, 1000 Euro, 1500 Euro. Ja. Warum macht man das? Na, die erste Mal, dass ich gesagt habe, von ich wollte das machen, war eigentlich von Werbung. Ein Visitenkarte auf Vinyl. Ach, cool. Okay. Es hat mir nie ein Special extra gegeben. Nie. Ja gut, die Tänzer hören es ja auch nicht. Nee, darum. Aber vielleicht Crawler von Amerika haben gesagt, ey, das ist ein schönes, ein anderes Thema. Ja. Aber das hat nicht gepasst. Okay. Das hat nicht geklappt. Aber prinzipiell trotzdem nett. Aber das war mal bei einer Crawler-Schule, die ich gemacht habe. Ich glaube damals war das mit Jerry Chester, ich weiß nicht, da ging es um Music und da hat man auch das Thema, dass viele Spadance-Caller ihre Lieder gar nicht kennen. Dass du irgendwo eine schöne Gitarre hast oder eine Geige, wo du gar nicht reinhörst oder das ist so original am Originallied ist. Das heißt aber, bringst du jetzt nochmal was raus? Ist da was geplant oder ist für uns Kollegen Schicht und Schacht mit? Was geplant ist, dass ich noch ein Lied auf Newbeat produziere. Ich habe ihn schon gefragt, welches, aber er darf es nicht verraten. Ist ein Geheimnisträger für Squaredance-Lieder. Aber ich bin gespannt, was es ist. Das ist, ich weiß, ich habe auch ein paar Platten von dir und auf den Platten bist du, ich weiß nicht, wie jung bist du da? Ziemlich jung noch. Ja? Da musst du mal austauschen. Das ist wie die amerikanischen Caller. Wenn man irgendwo einen Flyer von denen sieht, sind es immer Bilder von vor 40 Jahren oder sowas. Ja. So, die wichtigste Frage, die ich all meinen Kollegen stelle, ist, Squaredance hat sich ja verändert, gerade durch die Pandemie auch. Und Ich sehe viele Dinge gut, also weil ich finde, es sind auch schöne Dinge passiert, aber wie siehst denn du das? Was denkst du, wie hat sich Squaredance verändert und wie wird es werden? Squaredance hat sich sicherlich verändert. Es ist, wir sehen das am Kleidung, wir sehen das am Squaredance, wir sehen das am die Manier von Callen. Es ist geändert in die letzten 10 Jahre und sicher seit der Zeit von Corona hat es auch geändert. Und das ist mir auch, ja, es ist nicht mehr die Way of Calling, dass ich gerne sehe. Ich würde eigentlich noch immer die Freundschaft darin auch haben. Mhm. Das passiert nicht immer mehr. Aber ich sehe auch, da ist ein neue Zeit, eine neue Generation für Caller sind da gekommen. Es sind viele Caller in Deutschland auch, die ich gar nicht kenne. Und das ist auch kein Problem. Ich denke, dass es nach 35, 40 Jahre auch Zeit ist für eine neue Zeit zum Caller, für neue Caller zu haben. So ein Generationswechsel. Ein Generationswechsel, ja. Okay. Das heißt, findest du, Squaredance wurde oberflächlicher oder was meinst du? Das ist nicht mehr so viel. Also es bringt mir nicht mehr, wenn ich hier auf ein Jamboree bin oder ein Special, dann bringt mir das ganz viel Spaß. Mhm. Aber der Streit, dahin zu fahren und viel Stau und Baustelle und dann auch noch die Arbeit. Ich arbeite eigenes Firma, vieles Arbeit auch darin. Gibt es mir nicht mehr das schöne Gefühl von, ja, ich fahre damit mit viel Freude hin. Ja. Wenn ich hier bin auf die Bühne, dann habe ich so viel Spaß. Ja. Aber dahin zu fahren, ein bisschen viel zu machen. Okay. Jetzt will Martin uns noch was erzählen. Ein großes Geheimnis, was er exklusiv hier erzählt. Schieß mal los. Ja, was ich gesagt habe an Uli, in 2027 höre ich auf, mit Specials zu callen und eigentlich öffentlich zu callen. Hoffentlich findet die Hearty Party statt in 2027 im Juli. Und dann ist das auch meine letzte Special, dass ich da öffentlich calle. Das ist eine schwere Entscheidung, aber ich habe gesagt, nach 40 Jahren, wie ich auch vorher gesagt habe, ist es Zeit für eine neue Generation Caller und ich finde es gut. Willst du die neue Generation Caller auch unterstützen? Also natürlich, noch. Darum, wir bleiben auch tanzen, das ist nicht das Thema, aber zum Callen, ich wollte mal gerne irgendwo hingehen und nicht die Verpflichtung haben, da etwas zu machen. Ich wollte da sitzen mit Freunden, ein Bier trinken und nicht auf die Bühne stehen. Ich habe so viele Specials gemacht in den letzten 20 Jahre. Ich fahre hin, ich bin konstant auf die Bühne
Es sind viele Freunde da, die wollen mit mir reden und gesagt, das könnte ich eigentlich nicht, weil ich muss wieder auf die Bühne stehen. Ja. Da hat man Stress, ja, das ist. Ja. Okay, aber ich finde es vernünftig, also ich finde es echt eine mutige Entscheidung und auch gut, also nicht, weil ich dich loswerden will, sondern einfach nur, weil wenn es am besten ist, sollte man gehen. Das habe ich auch so gesagt. Ja. Thorsten Gebhardt hat es ja so ähnlich gemacht vor vielen Jahren, hat auch gesagt, so jetzt bin ich am Zenit meiner Callout-Tätigkeit, jetzt sattel ich down, das finde ich gut, aber ich finde es schön, wenn du da bleibst und dann haben wir auch mal mehr Zeit, alkoholfreies Bier zu trinken. Stimmt, Autofahren und Kein Alkohol im Bier, immer alkoholfrei. So, ich habe mich gefreut, dass du da warst. Es war sehr schön. Kein Geschenk für dich. Ich habe die Gummibären gestern selbst aufgegessen in der Badewanne. Es tut mir leid, aber du kriegst dafür ein alkoholfreies Bier heute Abend. Heute Abend. Genau, ich schmeiß dich raus. War echt schön. Hat mich total gefreut. Ich bin gespannt, wie die Mikrofone funktioniert haben. Ich weiß es gar nicht. Sehr schön. Wir stehen uns dahin. Gut. Und vielleicht bringe ich dich noch zur Halle, wenn du ausgestiegen bist. Danke. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Ciao. So, das war Martin Beyer von Milan Tour, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt es auch, die Folge. Und denkt dran, wenn ihr Martin Beyer trefft, er möchte mit euch was trinken. Viel Spaß beim Angucken.